So, willkommen zurück zu Let's Play, ich wollte gerade sagen Star Wars, aber nein, Let's Play Tomb Raider, Folge 12 mit mir, dem Eddie und unsere Lara, die, guckt euch das an, die hat Angst vor mir. Nein, bitte nicht, schau mich nicht an, nein, nein. Okay, ich habe irgendwas kaputt gemacht im Spiel. Und gehen wir mal einfach weiter. Ich habe mich eben gerade sowas von erschrocken, habe die beiden Typen gesucht und dann standen die auf einmal wieder hier vorne. Simsalabim, das sind nämlich Zauberer. So, wird man die Waffe rausholen. So viel Munition. Oh, verdammt. Geheimes Grab in der Nähe, scheint das hier zu sein. Ja, dann machen wir das doch mal. Lara. Okay, er hat gespeichert. Das heißt für mich, ich werde mal ganz kurz einen Cut machen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder, habe den Speicherpunkt mal ausgenutzt und jetzt hat Lara wieder keine Angst vor mir. Sie traut sich wieder, mich anzuschauen. Das ist was Schönes. Und wir begeben uns jetzt mal in das Grab hier. Davon würde ich gerne viel, viel, viel mehr sehen im neuen Tomb Raider. Da bin ich echt drauf gespannt, wie sie das lösen wollen. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Der arme Kerl. Wieder was mit der Sonnenkönigin. Wir haben ja draußen schon diese große Statue gesehen. Da liegt auch wieder einer. Wieder die Sonnenkönigin. Ach du Schreck. Was ist denn hier los? Halle des Aufstiegs. Okay. Oh, da ist ein Lager. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt vielleicht tatsächlich mal. Ein bisschen Bastel-Bastel machen. Gucken wir mal. Ich wollte die Waffe upgraden. Genau. Der Salvenmodus. Das ist das letzte, was ich freischalten will. Sand hier in den Berg hineingebaut. Der Tempel. Das gehörte früher zu Yamatai. Okay, jedes Grab hat ja immer so ein kleines Rätselchen. Was haben wir denn hier? Wind, der hier hinbläst. Auf jeden Fall da. Was bringt es denn hier überhaupt zu grübeln? Ich versuch mal. Gehen wir davon aus, dass wir irgendwas mit den Dingen machen müssen. Okay. Dauert es doch aber viel zu lange. Schnell zumachen. Rennen, 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 rennen.
Das geht offensichtlich nicht. Oder vielleicht doch. Nein. Das geht nicht. Also gucken wir nochmal, was passiert denn, wenn wir das Ding runter machen. Gibt ja nur diese zwei Mechaniken. Timing muss stimmen. Muss ich es vielleicht andersrum machen? Okay, also. Ich mache das zu. Mache das auf. Das reicht nicht, weil ich zu schwer bin. Ja, es sind nur zwei Mechaniken, aber das sind zwei Mechaniken, die mich jetzt schon am Rande des Wahnsinns bringen. Geht nicht, weil ich zu schwer bin. Irgendwas mache ich falsch. Ich nehme mal an, dass ich mich abstützen muss und dann an die Wand muss. Aber irgendwie will das nicht so, wie ich das will. Also das scheint ja auf jeden Fall richtig zu sein. Ja, Spiel, ich weiß, du willst das Überlebensinstinkt aktiviert sehen. Das reicht nicht. Okay, Spiel will, dass ich Überlebensinstinkt mache. Ja, das war mir schon war mir eigentlich schon klar, dass ich das machen muss.
Ich kapiere nicht so richtig, in welcher Reihenfolge ich das machen soll. Soll ich zuerst das Ding aktivieren und dann das Ding aktivieren? Ich weiß es nicht. Ich bin doch eigentlich viel zu schwer, um das zu machen. Ja, ich weiß, dass das Timing stimmen muss. Aflo! So, die Läden müssen zu. Das muss gut. So, jetzt kann ich da ja eh nichts mehr dran drehen. Das reicht doch nie. Ich komme doch nie bis dahin, weil ich einfach zu schwer bin. Also, was will das Spiel von mir? Das Spiel will, dass ich darüber. Das war mir schon klar, dass ich darüber muss. So, und ich muss die beiden Sachen aktivieren. Vielleicht den Schwung ausnutzen. Nee, das geht auch nicht. Ich bin überfragt. Also, entweder ist das Spiel gerade kaputt und gebuggt. Ach, Moment mal. Ich muss mir das mal noch genauer anschauen. Ich bin gerade... Eigentlich ist es relativ easy, weil ich weiß, was ich machen muss, aber... So, was genau passiert denn jetzt? Okay, die Dinge gehen also zum Schluss erst auf. Das heißt, ich mache das runter. Jetzt ist das auf. Ah, na schau mal eine an. Okay, das habe ich nicht gesehen, dass man, dass das da tatsächlich nach und nach erst aufklappt. Und ich habe gedacht, das klappt alles gleichzeitig auf. Okay. Schlafmütze, Illy. So, haben wir das auch geschafft. Sehr schön. Hat ja lang genug gedauert. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Die nicht aufgeht.
Fähigkeitspunkt bekommen. Sehr schön. Handfeuerwaffe gibt's ein Upgrade. Und hier gibt's. Da gibt's ein Grab. Das ist, glaube ich, das, was ich gerade gemacht habe, ne? Genau. Die Gräber sind ja das, was ich gerne auf jeden Fall machen würde, zusammen mit den Dokumenten, aber da habe ich jetzt nichts übersehen. Nein. Ja, gut, dann auf Wiedersehen. Autsch. Gleich die Sache aus. Hier haben wir einen neuen Punkt. Okay, das sagt mir jetzt nicht so zu. Ich glaube, den Nahkampf werde ich mal nehmen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. So, können wir uns noch was kaufen? Handfeuerwaffe hat ein Upgrade bekommen, oder? Nein, hat's nicht. Okay. Da haben wir schon 50% Kletterachskommando. Ja, da müssen wir wohl jetzt. Ach, hier gibt's noch was. Schau. Ja, komm! Alles rein. Und dann verpissen wir uns hier mal wieder. Und es geht weiter. Ich guck mal auf die schlaue Uhr, wie viel Zeit ich jetzt verbraten habe. Ich glaube, so viel Zeit war es noch nicht. War jetzt nicht sonderlich spannend, weil ich mich ziemlich dämlich angestellt habe. Aber mei. Aber man muss mir zugute halten, ich habe auf jeden Fall gewusst, was ich tun muss. Aber an der Umsetzung hat es gescheitert. Da draußen. Und dann geht's auch gleich Schlag auf Schlag weiter, würde ich sagen. Wir müssen zum Piloten oder zu dem Rauchsignal. Oder gibt es eine Menge Orte? Ich gehe erstmal darüber. Wow. Ah, da drüben liegt auch noch. Was ist denn hier eigentlich? Ah ja. Eierwilderin. Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Okay. Konnte nie wieder seine Freundin. Ich denke mal, dass es seine Frau war. Schade. Also sind die Amis, die Amerikaner auch hier drauf krepiert auf der Insel. Hinten ging es auf jeden Fall noch weiter. Was ist denn da? Nix, okay. Das Wasser sieht manchmal echt cool aus und manchmal echt scheiße. Gerade die Wasserfälle. Das ist auch immer so ein Phänomen, dass Wasserfälle in Spielen immer so unglaublich scheiße aussehen. Ach, hier bin ich hergekommen. Schau an. Dann gehen wir doch erstmal hier weiter.
kürzen wir einfach mal ab. Obwohl, da hinten ging es noch weiter, oder? Hier ist eine Kletterwand. Genau, da auf der anderen Seite. Ich gehe aber, glaube ich, erstmal hoch. Wo ist denn das? Da oben, okay. Obwohl, hier müsste ich doch eigentlich schon gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere, oder? Nee, hier war ich noch nicht. Denn das hätte ich bestimmt nicht vergessen. Ah! Verfluchte Scheiße! Okay. So, hier können wir auch wieder irgendwas festmachen. Da unten wäre noch was. Mann, was für ein Irrgarten. Kann ich mich da unten gleich fallen lassen? Hier habe ich ja alles mitgenommen. Okay, hat sich fett gelohnt, hier hingegangen zu sein. Aber hier unten ist ein Häuschen. Ah, schau einer an. Ja, wenn wir hier schon mal sind, dann nehme ich das natürlich auch gerne mit. Bergungsgut. Und dann können wir da hinten noch den das Seil spannen auf dem anderen Gehen. Ach, da drüben. Ups. Da rangesprungen. Ja. Kann's loslassen. Ah, hier geht's hoch. Ah, da ist mal wieder ein Tagebuch, was da einfach so rumliegt. Von hier aus komme ich irgendwo noch hin. Wahrscheinlich darüber, oder? Nee, das reicht nicht. Nee, das ist zu weit. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Botschafter, finstere Neuigkeiten. Der Botschafter entdeckte ein schreckliches Geheimnis und floh aus Yamatai. Was hat er gefunden und was ist aus ihm geworden? Ich denke mal, der wird es nicht überlebt haben, der Gute. Da muss man kein Hellseher sein. Tja. Ich könnte das höchstens mit dem da spannen. Und dann darüber gehen. Ach, da ist es ja schon. Ich will aber gerne noch dahin. Jammer, jammer, heul. Hätte ich da rüberspringen können von der Seite? Was ist denn da überhaupt? Da scheint noch irgendwas zu sein, das würde ich gerne mitnehmen, Leute. Ich würde das gerne noch mitnehmen wollen. Frage ist nur, von welcher Seite komme ich denn da rangesprungen am besten? Von der Seite? Jetzt ist es viel zu weit. Von da oben müsste ich hin. Okay. Wow, guter Sprung da war.
Aber selbst von hier kommt man da noch niemals hin. Ist doch viel zu weit, oder? Vielleicht von dem Dach aus. Aber vom Dach aus komme ich ja nicht hin. Ja, ich denke mal, ich wage diesen Sprung mal. Das ist doch zu weit, oder? Das ist doch viel zu weit. Ah, gut, man kann das hier noch ranmachen. Wusste ich gar nicht. Oh, der Wasserfall, wie scheiße der aussieht. Ganz ehrlich, das geht doch heutzutage besser. Ich habe bis jetzt noch kein gutes Spiel gesehen, wo wirklich ein Wasserfall mal war, der wirklich fantastisch aussah. Und da gibt es eher selten. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Hoshi, den Ruf folgen. Ein Ausschnitt aus dem alten Tagebuch von Hoshi, einer jungen Priesterin der Sonne. Interessant, sie hatte Angst vor ihrer eigenen Königin. Da kann man jetzt nicht viel zu sagen, wenn ich es jetzt mal behaupte. So, wo ist denn unser Ziel nochmal? Da drüben. Also bahnen wir uns mal unseren Weg rüber. Jetzt müsste ich ja eigentlich alles gefunden haben, was ich so auf Anhieb entdecken hätte können. Ja, und dann würde ich sagen, mach... Ja, gut erkannt. Würde ich sagen, ich mache hier einen Cut und dann sehen wir uns einfach zu einer weiteren Folge von Let's Play Tomb Raider. Also, bis dahin. Ciao.